Heute machen wir eine Gewürzmischung aus Gemüse und etwas Salz. Ich habe hier etwas Gemüse liegen wie Möhren, Lauch, Knoblauch, Sellerie, Spitzpaprika, Zwiebel. Das schneide ich in möglichst dünne Scheiben auf die Gitter verteilen, so dass es sich nicht unbedingt berührt. Ja, Paprika schneiden wir einfach in Streifen, die Zwiebel in Scheiben. Hier sind die Sachen schon drin, und zwar bei 70 Grad. Hier habe ich noch ein bisschen Grünzeug, Petersilie, Frühlingslauch. Wir sind ca. 5 Stunden und alles ist wunderbar trocken. Schönes Aroma kommt aus dem Dürrautomaten. Es ist der Wahnsinn, wie das Ganze geschrumpft ist. Es ist steinhart, so muss es auch sein. Und jetzt kleinmörsern. Wir haben wunderbares Pulver erhalten. Man sieht noch kleine Stückchen, das will ich so haben. Was ich noch reinmache, ist Handvoll Hagelsalz und lasse es noch mal ein paar Sekunden laufen. Erinnert mich ein bisschen an Vegetta. Und jetzt, was auch sehr, sehr wichtig ist, es in ein Glas abzufüllen, was man richtig luftdicht verschließen kann, also mit einer Gummidichtung. Ansonsten zieht das Wasser und es ist kein Pulver mehr. Ich habe damit schon was gekocht. Schmeckt sehr gut, intensiv, kann mir gut auch zu Salaten vorstellen. Gute Allrounder-Gewürzmischung.